since the 28C3, there has been at least one capture the flag every year. So the next three speakers that we have are always organizing a capture the flag. They are here representing all their team. Please welcome with a huge round of applause, Andy, Zaelo and Malle. Best nickname ever, Malle. Malle. All right. Hi everybody. Hallo, hallo zusammen. Willkommen auch von unserer Seite zum Talk, was zur Flagge ist. Capture the Flag, das ist ein Grundlagentalk. Wir werden euch erzählen, was ein Capture the Flag ist und wie man sie spielt und überhaupt. Das ist jetzt mal die Einleitung und danach werden wir euch drei Herausforderungen zeigen, die wir für den diesjährigen Capture the Flag vorbereitet haben. Und wenn ihr in Zukunft mal mitmachen wolltet, dann wisst ihr schon, was euch erwartet. Also, ein paar Worte über uns. Unser Team heißt Essen, Schlafen, Ownen, Wiederholen oder ESPR abgekürzt. Es gibt uns schon seit 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahren. Wir sind alles Leute, die in der Freizeit in IT-Security interessiert sind und haben uns über Universitäten oder Hackerspaces getroffen und wir haben Capture the Flag spielen wollen, haben uns getroffen und eine Gruppe formiert und darum gibt es uns jetzt und das ist alles, was dahinter steckt. Also, vielleicht wisst ihr noch gar nicht, was überhaupt ein Capture the Flag ist. Und das hat nichts mit Unreal Tournament zu tun für die älteren Semester unter euch, außer dem Namen und dass es halt Flaggen gibt. Aber es ist ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Teams und alle Teams lösen verschiedene Herausforderungen, die irgendwie mit IT-Security zu tun haben. Und es gibt zwei Hauptspielvarianten. Es gibt natürlich noch andere, aber das sind die zwei wichtigsten. Und es gibt den Angriff- und Verteidigungsstil und den Jeopardy-Stil. Über die Jahre ist die Gemeinschaft unglaublich gewachsen. Als wir angefangen haben, gab es eine knappe Handvoll von CTFs pro Jahr und jetzt gibt es genügend, dass man jedes Wochenende einen spielen könnte. Und die werden alle immer von unterschiedlichen Teams organisiert. Da steckt unglaublich viel Arbeit auch von anderen Teams dahinter und das ist alles Community-getrieben. Und da kann man auch ganz einfach Teil davon sein, wenn man das will. Und darum geht es in diesem Talk. Also, ich habe den Jeopardy-Stil erwähnt. Das ist der einfachste Modus, den man organisieren kann. Und das ist auch das Simpelste dann zum Spielen. Es ähnelt diesem Jeopardy-Spiel, wie dieser Spieleshow, die man ja auch kennt. Es gibt verschiedene Kategorien von Puzzle mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und je nach Schwierigkeitsgrad kriegt man halt unterschiedlich viele Punkte pro Herausforderung. Und die Anzahl Punkte kann fixiert sein, man kriegt 100, 300, 500, 700 Punkte je nach Schwierigkeit. Aber heutzutage gibt es auch welche mit dynamischen Punkteverteilungen. Je öfter eine Herausforderung gelöst wird, desto weniger Punkte kriegt man. Es ist nämlich relativ schwierig zu definieren, wie viel eine Herausforderung denn wert sein sollte. Man sucht sich eine Herausforderung an, man versucht sie zu lösen, man zeigt, dass man die Flagge hat, man kriegt Punkte, man macht das und wenn man genügend Punkte hat, dann gewinnt man. Und eben, der Gewinner ist natürlich einfach das Team mit den meisten Punkten. Und wenn es ein Unentschieden gibt nach Punkten, dann gewinnt das Team, das zuerst so viele Punkte erreicht hat. Und die typischen Kategorien sind beispielsweise Own, da klassische Binaries exploiten. Da muss man unter Umständen seltsame Sachen machen und um Code-Ausführungen auf einem Computer zu kriegen. Krypto, da hat man
eigene Kryptoalgorithmen oder falsch verwendete Kryptoalgorithmen, und da muss man rausfinden, was da schlecht läuft, um irgendwas dann zu entschlüsseln oder einen Schlüssel wieder aufzubauen. Web, das ist das Übliche. Das sind typischerweise nur Web-Applikationen, verschiedene Frameworks, Server-Side, Client-Side, also Server-Side, Client-Side, wie auch immer. Wir hatten einmal eine Witzkategorie, die war nicht wirklich Web, sondern die waren halt Browser-Exploits. Dann gibt es auch Reversing, wo man Sachen reverse-engineeren muss und herausfinden muss, was es macht. Und irgendeine mathematische Berechnung reverse-engineeren musste. Der nächste Spielmodus ist Attack und Defense, und das ist der klassischere Modus. Es gibt nur ein paar davon pro Jahr, weil es sehr schwer zu organisieren ist. Weil man da Services auf realen Netzwerken hacken muss. Jedes Team kriegt eine VM mit Diensten, die speziell für den CTF designt worden sind. Und da sind Bugs drin. Diese Teams sind über ein VPN verbunden. Die Idee ist, dass man die Server von den anderen Maschinen hacken soll. Das submittet man dann zum Game-Server und dann kriegt man dafür Punkte. Und natürlich, wenn man volle Kontrolle über eine Maschine hat, dann soll man nicht nur die anderen exploiten, sondern auch die eigenen Sachen zu fixen, sodass man selber nicht mehr exploitet wird. Und man muss natürlich auch schauen, dass die Dienste oben bleiben. Denn wenn sie crashen oder runtergehen, dann kriegt man keine Punkte. Das heißt, man muss Bugs finden, sie bei sich selber entfernen und bei anderen exploiten. Und man muss das immer online behalten. Die Hauptpunktzahlen ist normalerweise Angriff, Offensive und Defensive. Dass man woanders einbricht, andere Leute daran hindert, bei einem einzubrechen, und dass die eigenen Server online bleiben. Man kriegt normalerweise Punkte nach jeder Runde. Danach werden alle Punkte addiert und das Team mit den meisten Punkten gewinnt am Ende. Es gibt immer wieder unterschiedliche Regeln in Attack und Defense, CTFs, aber das ist so die allgemeine Art und Weise aussieht. So sieht normalerweise ein Scoreboard aus für ein Attack und Defense CTF. Schaut mal, wir sind auf dem ersten Platz. Man sieht verschiedene Services hier, und zum Beispiel ist hier Wetter gecrashed. Man sieht, wie viele Flags man bekommen hat und wie viel Uptime versus Downtime wir haben, wie viele Flaggen wir verloren haben. Das ist die Zahl in unten rechts. Wir haben zum Beispiel hier 42 Flaggen verloren und dort 15.000 gewonnen im Crash. Und dann kriegen wir dafür so einen Score, und das gibt dann so ein Leaderboard. So, warum macht man das überhaupt? Naja, eigentlich ist es klar. Es ist ziemlich cool einfach, weil man Zeug hacken kann, komplett legal. Na, das ist, weil das halt einfach Teil des Spiels ist. Es macht Spaß, vieles Neues zu lernen, und man lernt vieles Neues während des CTFs, aber auch nach dem CTF, wenn man mit anderen Leuten redet und darüber redet, wie die Lösung war und so weiter. Man lernt auch neue Freunde kennen währenddessen. Zum Beispiel einer unserer Freunde kommt aus dem polnischen Team Dragon Sector, und jedes Mal, wenn wir ein CTF machen, dann treffen wir uns, und da macht man wirklich gute Freunde. Manchmal muss man sich für CTFs qualifizieren, wenn sie lokal vorher ausgerichtet worden sind, und dann kann man irgendwo hinfliegen und vielleicht gewinnt man da sogar was. Und der CTF, den wir organisieren,
Wir machen das jetzt schon jedes Jahr seit dem 28. C3. Und wir versuchen jedes Jahr immer mit dem Logo unserem dem Congress-Team zu entsprechen. Wir haben 636 Teams gehabt, die mindestens eine Flagge eingerichtet haben. Wir hatten eine Sanity Challenge, wo man eine Challenge lösen konnte, die total einfach war. Man musste bloß eine Box ticken und diese 636 Teams haben mindestens eine Challenge gelöst. Und 1457 Flaggen wurden submitted und gesolved. Und wir hatten einige Hilfe da auch. Kokyo, Tetis, Chivoisin, Kubasa und Jörnchen haben uns Ideen oder komplette Herausforderungen geliefert, welche die Leute dann lösen mussten. Und die drei Gewinner waren KJC und M. Hackeroni, Pasten und Dragon Sector beim dritten Mal. Und den möchte ich auch nochmal gratulieren. Applaus aus dem Publikum. Und weil die CTFs jedes Jahr schwieriger und komplizierter wurden für Anfänger, haben wir den Junior CTF eingeführt, der einfacher zu lösen ist, der der Schwierigkeit entspricht, als wir angefangen haben, CTFs zu lösen. Hier hatten wir 520 Teams, nicht ganz so viele, 33 Herausforderungen und 2761 Lösungen. Also sie haben mehr gelöst als im Haupt-CTF in absoluten Zahlen. Und wiederum haben uns einige Leute geholfen, Gehaxelt, Dominuk, Prome und Trolldemorted, danke euch. Made in MIM, SNO und ZenHack haben gewonnen. Wiederum Applaus aus dem Publikum. So, jetzt wisst ihr, was in einem CTF läuft. Was braucht ihr denn, wenn ihr spielen wollt? Also, ihr braucht mal einen CTF. Es gibt eine tolle Webseite, ctftime.org. Da könnt ihr euch eine Liste machen von allen CTFs, die kommen. Und wenn irgendeiner live ist, dann könnt ihr spielen. Was die Fähigkeiten angeht, braucht ihr nicht so viel. Ihr müsst etwas programmieren können, eine Skriptsprache für die schmutzige Arbeit, um etwas zu parsen, etwas Network Traffic zu analysieren. Wenn ihr Reversen und Binär ausnutzen wollt, dann müsst ihr ein bisschen Assembly und ein bisschen Reverse Engineering können. Um das Ganze zusammenzubringen, müsst ihr auch gewisse grundlegenden Linux Shell Fähigkeiten haben, weil ich meine, klar, ihr könnt das schon mit dem Linux-Subsystem auf Windows machen, aber typischerweise wollt ihr das auf Linux machen. Wenn ihr das lernen und üben wollt, dann könnt ihr sogenannte Wargames, Kriegsspiele, spielen. Das ist ein CTF, der halt immer online ist und wo ihr ohne jeglichen Zeitdruck selber das machen könnt. Ihr könnt auch aus verschiedenen Archiven im Internet ältere CTFs runterladen und die einfach ausprobieren. Es gibt auch sogenannte Write-Ups von anderen CTF-Teams. Wenn ein Team etwas cool gefunden hat, eine Herausforderung, und sie gelöst hat, dann schreiben sie eventuell einen Blogpost darüber, wie man das lösen kann. Und das kann man lesen und daraus lernen. Und wenn ihr mehr auf Videos steht, dann könnt ihr die Videos von Live Overflow auf YouTube schauen. Der geht durch verschiedene CTF-Herausforderungen durch und erklärt, wie er sie gelöst hat und überhaupt. Und natürlich, ihr wollt das nicht alleine spielen, weil macht halt mehr Spaß. Nutzt das Internet, geht zu einem Hackerspace, fragt rum, findet Leute, mit denen ihr spielen könnt. So wie wir das gemacht haben auch. So, nachdem ich euch erklärt habe, wie ein CTF funktioniert, übergebe ich jetzt an Malle, der euch hier erklären wird, wie man dann so die Herausforderung löst. Okay, hallo. Ich will euch hier einen
Überblick geben, wie man solche CTF-Challenges angehen kann. Ich empfehle extrem dieses Buch, wie man Probleme lösen kann. Und als Beispiel habe ich eine Herausforderung aus dem Junior-CTF genommen, die heißt Blind. Und das war die Beschreibung. Blind hacken, eine URL, wo die Flagge ist und eine Schätzung für wie schwierig das ist. Und das basiert auf einem Bug, den Ripstech gefunden hat im 2017. Und da muss man, wenn man das angeht, muss man zuerst das Problem verstehen. Also gut, wenn ich hier hingehe, dann kriegt man diesen Source Code zu sehen. Das ist PHP. Und jetzt gehen wir da mal durch. Der erste Teil ist ein Tipp. Braucht man nicht, aber es ist ein Tipp, der auf PHP-Objekt-Injektion hinweist, auf eine Schwachstelle. Hier konnte man bis PHP 5.3 lokale Dateien einbinden, aber die Herausforderung verwendet eine neuere Version. Der nächste Block ist ein bisschen Boilerplate-Code. Es hat zwei Klassen, schwarz und grün. Und alles, was die machen, ist die Farben fürs Syntax-Highlighting zu setzen. Und die speichern die Theme in einem Cookie. Das ist ein wichtig. Hier im nächsten Teil sieht man nämlich den Weg zur Exploitation. Hier wird, wenn man auf die Theme-URL geht, dann wird das geladen und in der nächsten Zeile wird überprüft, ob der Klassenname Black oder Green drin ist und wenn die existieren, dann werden diese Variablen abhängig von den URL-Parametern gesetzt. Und jetzt wird ein neues Objekt der gegebenen Klasse instanziert. Das könnte jetzt eben schwarz oder grün sein. Und wir haben volle Kontrolle über die Parameter, die man dieser Klasse übergibt. Der nächste Teil des Codes speichert auch das Theme, aber diesmal aus dem Cookie. Und dann überprüft man, ob den ersten Teil des Cookies eine existierende Klasse ist. Und dann übergibt man die Parameter aus dem Cookie an den Konstruktor und instanziert ein solches Objekt. Und der letzte Teil ist einfach so ein bisschen Info, welche Module geladen sind. Also, der Bug war, dass man hier ein beliebiges PHP-Objekt instanzieren konnte und man die Argumente dafür kontrollieren konnte. So, jetzt muss man einen Plan machen und was wir versuchen ist, all die Dinge zusammenführen, die wir haben und was wir tun wollen. Wir haben komplette Kontrolle über den Cookie. Wir können also ein PHP-Objekt instanzieren mit unserem Cookie und wir können die Parameter kontrollieren. Was wir jetzt brauchen, ist eine Klasse, die schöne Dinge tut, zum Beispiel eine Datei lesen, wenn wir ihm bestimmte Argumente geben. Es gibt zum Beispiel die Klasse SimpleXML-Element, welche die kann Dateien lesen, falls die Option zu 2 gesetzt wird. Man kann sogar irgendwelche Entities ersetzen. Jetzt müssen wir den Plan ausführen. Das ist der einfache Exploit.
Wir setzen einen Cookie. Der erste Teil ist unser Klassenname, Simple XML Element. Das zweite Argument ist die Flagge. Man sieht hier, die Flagge wird in den Warnungen ausgegeben. Das funktioniert jetzt nur, weil Warnungen angeschaltet sind. Also das nächste, was passiert ist, dass man sich anschauen kann im Nachhinein, wie hätte man die Challenge anders lösen können, falls Warnungen nicht aktiviert gewesen wären. Dann kriegen wir keinen Output und daher kommt auch der Name der Challenge. Mit XML kann man externe Einheiten, Entities einbinden. Dann hier kann man zum Beispiel einen Dateinamen angeben und fügt das so in XML ein. So kann man das dann zum Beispiel exploiten. Man kriegt noch man nimmt ein zweites XML, eine zweite XML-Datei auf dem eigenen Server. Man sieht hier unten, man kriegt hier unten die Flagge und sendet sie zum eigenen Server. Wenn man jetzt den Exploit ausführt, man startet erst einen PHP-Server und dann ruft man die URL auf mit curl. Dann kriegt man so einen Request. Und weil wir die Flag mit Base64 encodiert haben, dann müssen wir es noch dekodieren und dann kriegt man die Flag auf diese Art und Weise. So, der nächste Teil wird jetzt über den Haupt-CTF von MyElo sein. Okay, vielen Dank. Jetzt habt ihr eine eher typische Web-CTF-Challenge gesehen. Jetzt haben wir sehr viele Teams, die sehr, sehr erfahren sind. Sie haben seit vielen Jahren CTF gespielt. Sie machen Computersicherheit als ihren Hauptberuf. Und wir wollen natürlich trotzdem auch für die Leute einen interessanten CTF gestalten. Was wir da tun, ist, wir nehmen realistische Challenges von realer Software und echten Verwundbarkeiten. Hier seht ihr ein paar Logos von Software, auf denen wir unsere Probleme aufbauen. Ein Fun Fact: Dieses Jahr hatten wir drei Leute, die Zero Days benutzt haben für die Software, anstatt sie tatsächlich zu lösen. Ich weiß nicht, das ist natürlich okay. Ich weiß nicht, was das über ein CTF sagt, aber okay. Und heute zeige ich euch eine Browser-Exploit-Challenge. Dann zeige ich euch, wie man sowas hosten kann und so weiter. Wir hatten die letzten zwei Jahre auch schon Browser-Exploitation-Challenges. Seit ein paar Jahren kommen die Browser mit einer Sandbox. Das heißt, wenn man bloß eine Verwundbarkeit in dem Rendering-Zeugs hat, dann kann man dadurch nicht den kompletten Browser kompromittieren. Die letzten Jahre hatten wir bloß den Rendering-Exploit-Part-Teil. Dieses Jahr haben wir eine echte Browser-Exploit-Challenge gemacht. Der erste Teil wurde mit dem Rendering, diesmal mit WebKit, und die andere Seite ist der Sandbox-Escape, der Ausbruch aus der Sandbox. So, wie macht man so eine Browser-Challenge? Wir haben diesmal WebKit genommen, letztes Jahr haben wir Chrome und davor Firefox gehabt, dieses Jahr nutzen wir WebKit. Das ist die Browser-Engine von Safari. Und wir haben ein paar kaputte Optimierungen im JavaScript gemacht haben. Und dadurch gab es dann eine Verwundbarkeit im WebKit. Das nächste Mal haben wir ein paar macOS
System-Services geschrieben, wieder nach echten Verwundbarkeiten. Die waren natürlich auch irgendwie buggy, die hatten ein paar Verwundbarkeiten. Und dann haben wir die modifizierten Safari und die System-Services zu einer virtuellen Maschine deployed. Und dann sehen wir da oben eine Webseite, da kann der Benutzer eine URL eingeben von ihrem eigenen Server für ihren Exploit. Und was dann passiert ist, auf unserem Server wird er die virtuelle Maschine öffnen, den Safari starten und der Benutzer wird dann ein Video von der Session sehen und die Challenge ist dann, die Flag zu lesen. Das heißt, dass sie müssen es irgendwie auf den Bildschirm bekommen und dann sehen sie es in dem Video. Und hier sieht man, wie das aus der Perspektive des Mitspielers. Sie würden von uns einen WebKit-Patch und diese macOS-Services als Binärdateien kriegen. Das müssten sie reverse-engineeren. Sie auditieren die nach Schwachstellen, hoffentlich finden sie welche, schreiben eine bösartige Webseite, die das ausnutzt, hosten das auf einem Server, den sie kontrollieren mit einer öffentlichen IP, geben uns diese URL, dann bootet das eben diese Virtual Machine, nimmt ein Video auf und zeigt das den Spielern. Ich hoffe, das funktioniert. Hier sieht man es, ja. Also, und das ist das, was die Leute kriegen, nachdem sie die URL ins Scoreboard eingegeben haben. Also, im Hintergrund sieht man hier den modifizierten Safari, der die URL vom Spieler aufmacht. Dann sieht man so ein bisschen Zeug aus dem Exploit. Und das ist eben ein WebKit Exploit, dann kann man den Code des Angreifers im WebKit ausführen und dann startet dieses System Service außerhalb der Sandbox und kann irgendwelche Kommandos ausführen und das startet eben diesen Texteditor und öffnet /flag.txt. Und da sieht man die Flagge und das kann man dann wiederum eingeben und kriegt seine Punkte. Also, warum denken wir, dass das eine nette Herausforderung ist? Warum wollt ihr das lösen? Nun, das gibt viele Punkte. Das ist nicht nur eine, sondern das sind eigentlich drei Challenges. Wir haben es so gemacht, dass man die Sandbox-Exploit machen kann. Ob man den WebKit-Exploit hat oder nicht. Das heißt, es gab eine Flagge, wenn man nur WebKit hatte. Es gab eine Flagge, wenn man nur die Sandbox-Escape hatte. Und dann die dritte Flagge, wenn man beide in einem einzelnen Exploit hatte. Abgesehen vom CTF versuchen wir, die Herausforderungen immer so machen, dass man immer etwas lernen kann, das auch außerhalb etwas bringt. Der WebKit-Teil sollte etwas über JavaScript oder Just-in-Time-Compiler-Schwachstellen erklären. Die macOS-Services sollten einen einfachen Einstieg in die macOS-Systemsicherheit geben. Und in ein paar Stunden werden wir auch den Quellcode veröffentlichen. Wir versuchen es einfach zu machen, vom CTF in Security in der echten Welt überzugehen mit Herausforderungen wie dieser eben und dem Quellcode, den wir veröffentlichen wollen. Das war's von mir und das nächste kommt wieder Andy. Ich habe auch eine Herausforderung oder zwei gemacht und wer alt genug ist, kann sich an dieses Handy noch erinnern. Nun, die Geschichte bei meiner Herausforderung war, dass ich Privatinteresse an GSM
Sachen hatte. Und ich habe ja ein GSM-Netz zu Hause aufgebaut mit einem Software-Defined Radio und alte Nokia-Handys verwendet und überhaupt. Und da hatte ich eine Idee. Ich habe mein eigenes Handy gebaut. Was ihr hier sehen könnt, ist, dass ich das Nutzerinterface eines Nokia-Handys gebaut habe und das über ein GSM-Netzwerk verwendet habe, das nicht über Funk geht, sondern das über UDP Multicast verschickt wird. Und dann hatte ich da etwas drauf, damit mein eigenes Telefon mit diesem Telefon kommunizieren konnte. Und ich fand das ein interessantes Feature der Herausforderung, dass man hier kein Netzwerk brauchte, sondern über diesen UDP Multicast machen konnte. Weil das wird normalerweise zum Testen verwendet, damit man nicht ein GSM-Netzwerk braucht, sondern halt eben über diesen UDP testen kann. Und das ist natürlich ideal für ein CTF. Ja klar, ich könnte eigentlich meine eigenen Software-Defined Radios aufsetzen und mein eigenes GSM-Netzwerk aufsetzen, aber dafür bräuchte ich eine Lizenz und überhaupt, was ein weiteres Problem wäre. Aber klar, könnte man machen, aber jemand aus der USA oder wo auch immer könnte da nicht mitmachen. Und wir wollen immer zulassen, dass Leute auch aus der Ferne mitmachen können. Also kann man einen VPN-Tunnel aufmachen und dann kommt man auch zu diesem Zieltelefon, das man dann exploiten soll. Über eben dieses UDP Multicast und VPN. Also was ich implementiert habe, ist ein Bug in zusammengefügten SMS. Das Telefon kann nur zwei Sachen. Es kann SMS schicken und empfangen. Und das Ziel war halt, dass man ein Telefon hat in diesem Netzwerk, das, mit dem man nur mit diesem Netzwerk kommunizieren konnte. Man kann beliebige SMS schicken. Man kann auch irgendwas schicken, was nicht dem Standard entspricht und seltsame Sachen machen. Bei späteren Nokia-Telefonen kann man nur 160 Zeichen pro SMS schicken und dann sieht man hier auch, wie viele Charaktere man noch schreiben kann und wie viele SMS man schon geschrieben hat. Es splittete die SMS all 100 Charaktere auseinander und schickt dann halt ein, zwei oder drei diese SMS und das Zieltelefon würde diese dann wieder zusammensetzen, wenn sie ankommen. Und jetzt in diesem Fall kann man das SMS in bis zu drei Teile splitten. Der Standard erlaubt aber bis zu 255. Also die SMS haben einen Header und in diesem Header hat es einen Index, wo dann drin steht, wie viele welches Teil ist, und in diesem Fall kann man 1 bis 3 verwenden. Und der Content ist irgendwo in einem Stack-Buffer und der Ort, wo der Text herkopiert wird, basiert auf der Nummer, die eben Teil diesem SMS ist. Und in der Herausforderung überprüfe ich eben nicht, dass das stimmt. Und wenn man das dann auf mehr als drei setzt, dann schreibt man halt außerhalb dieses Buffers. Und so wie das funktioniert, schreiben halt die Prozessoren Informationen auf den Stack, um zu wissen, wo sie wieder zurück hin sollten, wenn sie fertig sind mit einer gewissen Arbeit. Und das kann man überschreiben und dann hijacken und dann den Kontrollfluss der Applikationen zu hijacken. Und dazu kann man halt jetzt eben ROP verwenden, um Code auf dem Telefon auszuführen. Und dann kann man halt eine Verbindung zu einem anderen Host aufmachen, kriegt eine Linux-Shell und kann so dann die Flag auslesen.
Das war dann sonst jetzt der Talk. Ich möchte allen danken und und möchte der ganzen CTF-Community danken für den ganzen Aufwand, den sie da reinstecken, bei uns mitzuspielen und ihre eigenen CTFs zu organisieren, die wir dann mitspielen können. Und ich will auch dem Assembly-Team hier am CCC danken. Wir haben unser eigenes Area gekriegt, wo alle lokalen CTF-Teams sich treffen konnten. Und das sah so cool aus, diese 200 Hackers hier sitzen zu sehen und unsere Herausforderung zu lösen. Das war absolut unglaublich. Und vielen Dank auch den Gastautoren und überhaupt, ja. Jetzt werden wir noch offen für Fragen. Und noch eine Sache, falls ihr interessiert seid an ZDFs, dann sind hier ein paar Links. Und ja, das ist hier ZDF-Time, der Live-Overflow-Channel. Und wir hoffen, dass ihr Teil der ZDF-Community demnächst seid. Gut, vielen Dank von meiner Seite. Ich kann schon ein paar Fragen im Publikum sehen. Mikrofon Nummer 2. Danke für den Vortrag. Tatsächlich macht meine Universitätssicherheitskurs einen CTF und wir haben unsere Noten basierend auf dem CTF bekommen. Was denkst du darüber? Wie ist das, was denkst du darüber, dass Universitäten CTFs machen? Also für uns ist es ein Hobby und es war toll, um neue Sachen zu lernen und persönlich bin ich da nicht grundsätzlich dagegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die Noten von den Punkten im CTF abhängig machen würde, aber ich denke, es ist eine tolle Erfahrung, um viel zu lernen und finde es dann nicht schlecht. Also, wenn ihr da mitmacht oder wenn wir mitmachen bei anderen Teams, dann lernen wir immer neue Tricks, neue Sachen. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Danke für die Frage. Nächste Frage von Mikrofon 3. Was macht ihr, wenn ihr irgendwie einfach stecken bleibt und nicht mehr weiterkommt? Gute Frage. Was dann hilft, ist Pause machen, jemand anderes aus dem Team fragen. Packt ihr jemanden, der keine Ahnung habt, und redet einfach drüber. Entweder hat die andere Person neue Ideen, auch wenn sie das noch nie angeschaut hat, oder du gehst über alles drüber, was du in den letzten Stunden gemacht hast und erklärst das jemandem und vielleicht löst das schon eine neue Idee aus. Vielleicht googelt dann man irgendwas. Vielleicht gab es ja einen ähnlichen Bug sonst irgendwo. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es passiert oft, halt auch oft, dass wir Sachen nicht lösen können. Ein CTF-Spielen kann auch sehr frustrierend sein. Man ist da für 12 Stunden an einer Herausforderung und man kriegt es schlicht nicht hin. Und man weiß nicht, wie man es lösen kann. Und das gibt's. Irgendwas fehlt einem. Was man dann im Nachhinein macht, ist, man fragt andere Teams. Oder man fliegt den IRC-Channel und wie wurde das gelöst? Und man fragt nach Write-Ups, man liest die Write-Ups und wenn man sich beim nächsten Mal am Congress trifft oder so, spricht man drüber und so gewinnt man mehr Wissen und Erfahrung und wird besser. Noch eine weitere Frage, dort bei Mikrofon Nummer 2. Erstmal vielen Dank für den CTF, insbesondere mit den Browser Exploitation Challenges, die ja sehr schwer zu machen sind. Was denkt ihr darüber, wenn ihr Leute Challenges lösen lässt in echter Software? Also, meinst du hier mit deiner Frage Zero Days benutzen für unsere Herausforderungen? Also nein, bei uns, wir haben immer modifizierte Software, die wir mit einer
geplanten Lösungen. Es sind schon echte Probleme. Also wir sind nicht, wir haben nichts dagegen, wenn ihr Zero Days einsetzt, um die Sachen zu lösen. Aber also ihr verwendet das gegen kritische Infrastruktur, aber das ist ja nicht der Fall hier. Unsere Spieler vertrauen uns, dass es hier eine Lösung gibt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sogar wenn wir einen Zero Day haben, dann ist Responsible Disclosure der richtige Weg und nicht das Ganze einfach ins Internet zu stellen, damit dann andere Leute gefährdet sind. Ich habe das noch nie gesehen eigentlich, dass ein Zero Day geleakt ist und dann plötzlich normale Nutzer bedroht hat. Und das wäre schlecht, wenn das je passieren würde. Von dem her hoffe ich, dass das nie passieren wird. So, dann ist jetzt die Zeit für Fragen fertig. Die Sprecher werden euch aber sicher gerne noch weitere Fragen beantworten. Nochmal eine warme Runde Applaus und dann wäre das...